Herzlich willkommen. Sie können, wenn Sie möchten, auch weiter aufrücken, wie Sie möchten, will Sie dazu nichts zwingen. Ich muss ein bisschen lauter sprechen. Das Mikro ist gewissermaßen Fake News. Das ist nur für die Aufzeichnung, für die Kamera, aber es ist nicht für die Beschallung des Raumes. Also wenn Sie mich nicht gut verstehen, abgesehen vom österreichischen Akzent, dann sagen Sie es bitte, dann schreien Sie. Ja, ich bin ein TypeScript-Junkie. Die Leute, die von mir schon Vorträge gesehen haben zu diesem Thema oder Artikel gelesen haben, die wissen das. Und deshalb habe ich mich damit beschäftigt, oder wir uns bei uns damit beschäftigt, wie kann man mit TypeScript eine möglichst einfache, aber wirkungsvolle Dependency Injection bauen. Wie sind wir drauf gekommen? Wir haben ein größeres React.js-System implementiert mit eben JavaScript, TypeScript am Client und auch TypeScript unter Node.js am Server und haben uns überlegt, wie kann man da die Dependency Injection machen. Wir haben uns angesehen, React Higher Order Components, haben uns überlegt, kann man im React Komponenten bauen, die Properties durchgeben, die man dann braucht für die Dependency Injection. Und schlussendlich haben wir uns dann dafür entschieden, eine rein TypeScript-basierte Variante dafür zu entwickeln, die unter allen Frameworks läuft und die vor allem auch am Client und am Server läuft. Also rein TypeScript, ohne irgendwie ein spezielles Framework dazu. Ja, und eine kleine Designherausforderung war auch, das Ganze sollte in rund 100 Lines of Code funktionieren, natürlich die Kommentarzeilen und die Leerzeilen nicht mitgerechnet. Ja, Dependency Injection, IOC. IOC steht nicht für das Olympische Komitee. Ich vermute mal, dass Sie schon alle mit Dependency Injection gearbeitet haben, in der einen oder anderen Form. Wer hat Erfahrung mit Dependency Injection? Okay. Wer hat Erfahrung mit Dependency Injection? Sehr gut, ja. Genau, also es gibt ja unterschiedliche Systeme. Das Ganze ist so richtig bekannt geworden vor circa 15 Jahren, als das Java Spring Framework da auf den Markt kam, die das erste Mal dieses Pattern so richtig bekannt gemacht haben. Worum geht es bei Dependency Injection? Im einfachsten Fall oder im Kern der Dependency Injection steht eine Registry, die alle Objekte oder Services enthält, die ich in der gesamten Applikation irgendwo mal verwenden möchte. Also mein Datastore-Service, mein Blob-Service, mein Image-Recognition-Service sind hier in dieser zentralen Registry gespeichert. Und in der guten alten Zeit und noch vor der guten alten Zeit hat man es oft so gemacht, dass man von seinem Code auf diese zentrale Registry auf einen Service-Locator zugegriffen hat und diesen Service-Locator gefragt hat, bitte gib mir doch das Datastore-Service oder gib mir doch das Blob-Service. Ja. Und dieser zentrale Zugriff ist zwar relativ einfach und verständlich, hat aber ein paar Nachteile. Der erste Nachteil ist, es ist so wie globale Variablen. Ich greife auf eine globale Registry zu, das heißt, ich generiere mir hier Abhängigkeiten, die ich nicht auf einen Blick sehe, wenn ich mir die Klasse oder die Schnittstelle der Klasse ansehe. Das zweite ist, das Testen wird viel schwieriger dadurch, denn ich muss, um Unit-Tests zu machen und durchzuführen, gegebenenfalls jedes Mal die Registry neu initialisieren und hochfahren. Und Sie kennen das vielleicht, das führt oft dazu, dass man nur, um einen Unit-Test durchzuführen, einen ganzen Application-Server oder Web-Server hochfährt. Ja, das war immerhin schon besser, als irgendwo verteilt im Code 25 Mal ein Datastore-Service-Objekt zu instanzieren oder irgendwo ein Static-Instance auf ein Datastore-Service zu haben. Das war immerhin schon besser. Aber mit der Dependency-Injection wird es noch besser. Was passiert nämlich hier? Die Idee von der Dependency-Injection ist, dass die Themen, die Services, die wir hier zentral registriert haben, dass wir die von außen sozusagen in unseren Code hinein injizieren. Ja, zum Beispiel hier haben wir eine Klasse mit einem ganz einfachen Konstruktor und auf einen Blick wird klar, was bekommt diese Klasse als Schnittstelle, als Parameter, ein Datastore-Service. Und die Idee ist eben jetzt, beim Instanzieren, beim Anlegen der Instanzen, eine entsprechende Referenz auf meinen Datastore-Service in diese neue Instanz hinein zu injizieren. Ja, ich möchte mich jetzt hier nicht drüber streiten, heißt es Objekt oder Instanz oder Objektinstanz, da können sich dann die Compilerbauer gut drüber streiten. Ja, und wie macht man nun so eine Dependency Injection? Wie funktioniert das typischerweise? Oft ist es so, dass man ein zentrales Konfigurationsmodell hat, eben zum Beispiel in XML oder in JSON, in dem beschrieben wird, wie die Objekte zusammenhängen. Also da stehen die Abhängigkeiten der Objekte drinnen, der Services drinnen. Und wenn das System hochgefahren wird, dann werden diese Objekte entsprechend instanziert und die Abhängigkeiten hergestellt. Eine zweite Variante ist, dass man die Dependency Injection über Metadaten in den normalen Code einbringt. Sie kennen Metadaten von .NET über .NET Attributes oder Sie kennen es von Java unter Java Annotations,
Man hat so die Möglichkeit, in den Code Zusatzinformationen einzubringen. Und die Idee ist eben, über diese Zusatzinformationen die Dependency Injection auch zu steuern. Ja, in TypeScript heißen diese Metainformationen Decorators. Und ganz oben sehen wir auch schon ein Beispiel, ein sogenannter Class Decorator. Das heißt, hier fügen wir zu unserer Klasse TestClass Zusatzinformationen dazu, aber wir hängen nicht nur ein Tag quasi drauf, einen Aufkleber, der sagt, ja, du bist jetzt das, sondern wir können da auch Parameter mitgeben. Also zum Beispiel sehen wir haben den Class Decorator und dieser Class Decorator bekommt einen ganz einfachen String-Parameter, die Decorator-Info. Und genauso kann man natürlich auch Zusatzinformationen zu Properties einer Klasse dazufügen. Schaut genauso aus, Property Decorator bekommt eine Zusatzinformation mit. Method Decorator, und man kann natürlich auch zu den Argumenten in einer Methode Zusatzinformationen dazugeben. Also ein einfaches und übersichtliches Konzept, Metadaten in den Code einzubringen über Decorators. Jemand, der mit JavaScript viel Erfahrung hat, wird sagen, ja, was bringt das? JavaScript ist ja ohnehin eine vollreflexive Sprache, wo ich auf alle Objekte, auf alle Klassen, auf alle Properties, Methoden zugreifen kann. Und in JavaScript ist alles ein Objekt, vereinfacht gesagt. Oder alles eine Hashmap. Das heißt, ich könnte genau das Gleiche und ungefähr erreichen, indem ich hier auf der rechten Seite meine Testklasse anlege und dann nachher dieser Testklasse einfach Zusatzinformationen dazufüge. Zum Beispiel Testclass.metadata. Ist in JavaScript oder im TypeScript jederzeit möglich. Ich gehe zu diesem Objekt hin. Jede Klasse ist ein Objekt. Auf dieses Objekt kann ich zugreifen, kann neue Properties dazufügen und kann hier Werte hineinsetzen. Oder bei der Methode, na Entschuldigung, wenn ich es ein bisschen flexibler haben möchte und dynamischer, kann ich die Indexschreibweise verwenden und Metadaten dazufügen. Eine Methode in JavaScript ist genauso ein Objekt. Das heißt, ich könnte einfach in der Prototype-Chain zu dieser Methode gehen, TestClass, Prototype-Method und dort Metadaten dazufügen. Das heißt, eigentlich braucht man in JavaScript das nicht und in TypeScript damit auch nicht, aber warum macht man es trotzdem? Man macht das trotzdem, weil die linke Seite viel deutlicher lesbar ist. Auf der rechten Seite muss ich quasi den Code bis zu einer Kommentarzeile oder was auch immer lesen, damit ich weiß, das passiert mit dieser Klasse. Und auf der linken Seite wird es auf einen Blick deutlich. Ja, auf einen Blick, aha, das ist eine Testklasse, die ist dekoriert, das wird daher mit dieser Klasse passieren. Soweit einmal zu den Decorators. Okay. Und ein weiteres Konzept, das Hand in Hand mit den Decorators geht, sind die sogenannten Metadaten und Reflection in TypeScript. Wenn TypeScript Richtung JavaScript transpiliert, bleiben ja die Typinformationen nicht erhalten. JavaScript kennt keine Typinformationen, TypeScript schon. Was kann man also tun, um zur Laufzeit dennoch herauszufinden, von welchen Typen meine Properties, meine Parameter und so weiter sind? Dazu gibt es Reflection und Metadata. Wenn ich zum Beispiel herausfinden möchte, wie ist der Datentyp von meinem Property, dann verwende ich Reflected Metadata Design Type und bekomme zur Laufzeit den Typ, den dieses Property in TypeScript hatte. Oder ich möchte von einer Methode herausfinden, welche Datentypen haben meine Parameter, dann verwende ich hier Design Param Types, gebe den Class Prototype an, gebe den Namen der Methode an und bekomme so die Typen raus. Oder last but not least, wenn ich von meiner Konstruktorfunktion meiner Klasse die Parameter haben möchte, gebe ich mit Design Param Types und das Klassenobjekt und bekomme die Datentypen von meinem Konstruktor raus. Und die beiden zusammen, werden wir sehen, sind ein ganz wichtiger Grundstein, um so eine Dependency Injection zu bauen. Ja. Ich werde gleich in den Code einsteigen und das mal live zeigen, wie sowas aussieht, solche Decorators. Und dazu habe ich eine ganz einfache Testklasse geschrieben mit entsprechenden Decorators, nämlich genau die Testklasse, die Sie jetzt gesehen haben. Testklasse, String Property, eine Methode mit dem entsprechenden Namen Method, mit einem String-Argument und die entsprechenden Decorators dazu. Und jetzt sehen wir uns gleich so einen Decorator an. Wie ist der aufgebaut? Was passiert da? Der Decorator ist in diesem Fall in der gleichen Datei, weil es ihm nur zu Demo-Zwecken ist, aber der könnte natürlich genauso gut irgendwie importiert sein. Und so sieht typischerweise ein Decorator aus.
Ein Decorator ist in TypeScript eine Funktion. Ja? Im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen, wo das wirklich nur ein Marker, ein Tag ist, das ich draufklebe auf die Klasse, das ist eine Funktion. Und diese Funktion bekommt beliebige Parameter herein. Das haben wir zuvor gesehen. String-Info-Parameter, Objekte, was auch immer ich gerne möchte, kann ich hier natürlich als Parameter übergeben. Und der Decorator hat zwei Phasen, die sogenannte Setup-Phase, das ist diese hier, und die sogenannte Execution-Phase, die Ausführungsphase, das ist diese hier. Denn dieser Decorator liefert eine Funktion zurück und wenn die ausgeführt wird, dann ist das die Execution-Phase. Also eigentlich ist der Decorator sowas wie eine Factory, die liefert eine Funktion zurück, Setup-Phase und Execution-Phase. In der Execution-Phase bekomme ich das Objekt mit als Parameter, das ich dekoriert habe. Also wenn ich eine Klasse dekoriert habe, bekomme ich hier als Parameter eine Klasse rein. Wenn ich eine Methode dekoriert habe, bekomme ich Klasse und Methodenname rein. Und so sieht zum Beispiel der Property-Decorator aus. Das ist genau der gleiche Aufbau. Setup-Phase, in die ich einen beliebige Konfigurationsargumente übergeben kann und dann hier die Ausführungsphase und man sieht in der Ausführungsphase von meinem Property Decorator bekomme ich den Prototyp der Klasse und den Property Name und hier sehen wir auch schon den Nutzen von Reflect Get Metadata. Hier hole ich mir zu diesem Property den Design Type, den ich in TypeScript dafür definiert habe. Und da sieht man schon eben dieses Zusammenspiel, Decorate, das ist eine Funktion, voll dynamisch, ich kann auf alle Objekte, die hier reinkommen, zugreifen, ich kann zur Laufzeit, Designzeit-Argumente mir hier holen. Method Decorator, ganz ähnlich aufgebaut, Setup-Phase, Execution-Phase und in der Execution-Phase bekomme ich als Parameter den Prototyp der Klasse, den Methodenname und den JavaScript-Property-Descriptor. Und hier wieder das Beispiel, ich möchte die Typen meiner Parameter auslesen, daher verwende ich hier GetMetadata, DesignParentypes, Prototype und den Methodennamen. Ja, und last but not least, der ParamDecorator, der hat eine Setup-Phase und bekommt als Parameter Prototyp, Methodenname und den Index des jeweiligen Parameters. Man kann sich schon ungefähr vorstellen, durch diese Decorators bin ich dann sehr flexibel auch in meiner Injection auszuwerten, wo möchte ich was hininjizieren, aber das sehen wir uns dann ohnehin in Kürze im Detail an. Ich habe vorher erwähnt, dass es unter Umständen gar nicht notwendig ist, sowas mit Decorators zu machen, sondern man könnte das mit normalem TypeScript oder JavaScript auch machen. Und natürlich ist das, was TypeScript transpiliert, ist auch keine große Magic, sondern die Transpilation von TypeScript nach JavaScript macht genau das. Die legt hier, und jetzt bin ich im transpilierten JavaScript-Code, und hier wird die Klasse angelegt und dann wird das schrittweise abgearbeitet, es wird Decorate aufgerufen, das ist eine TypeScript-interne Methode, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, aber im Wesentlichen bedeutet das, unser Property Prop wird mit dem Property Decorator dekoriert und es werden ihm noch die Metadaten dazugefügt, du bist ein String. Parameter sehen wir hier, werden mitgegeben, der Prototyp und der Property-Name. Beim Methoden-Decorator ist es ganz ähnlich, aber ein bisschen komplizierter. Wir dekorieren hier unsere Methode Method mit dem Method-Decorator. Innerhalb dieser Dekoration dekorieren wir den Parameter 0 mit dem Param-Decorator und dann werden wieder Metadaten, Designzeit, Datentyp-Informationen mitgespeichert. Und last but not least, die Testklasse wird mit dem ClassDecorator dekoriert. Also ganz einfaches Prinzip, ein Decorator ist eine Funktion. Wenn die Klasse geladen wird, werden der Reihe nach die Decorator gefeuert. Zunächst der PropertyDecorator, MethodDecorator, geschachtelt die ParamDecorators und dann der KlassenDecorator. Das ist der Ablauf. Ja, und ich glaube, ich werde gleich mal den Debugger starten, um zu sehen, wie das im Ablauf funktioniert. Ich kontrolliere nur, ob meine Breakpoints hier richtig sind. Genau. Also hier erzeugen wir eine Instanz von unserer Testclass und jetzt werden wir uns im Ablauf ansehen, wann werden die Decorators gefeuert und wie sehen diese Decorators aus. Und ich springe gleich weiter.
Und wir sehen hier entsprechend dem Ablauf, das erste, was passiert, es wird der Property Decorator aufgerufen mit dem Parameter Decorator Info und der heißt sprechenderweise dieser String Decorator Info. Wir machen nichts anderes, als hier in der Konsole auszugeben, dass wir hier im Decorator in der Setup-Phase drinnen waren. Dann springe ich weiter und ich komme im nächsten Schritt in die Execution-Phase. Da stimmt jetzt die Debugger-Ansicht nicht hundertprozentig mit dem überein, was wir zuvor vorm Springen gesehen haben, aber das macht nichts. Im nächsten Schritt bin ich in der Ausführungsphase von meinem Property Decorator und wir sehen hier folgende Parameter. Wir sehen hier, dass der Prototype der Klasse mit übergeben wurde, das ist Objekt, und wir sehen den Property-Namen hier. Und wir haben auch hier über GetMetadata den Typ des Property ausgelesen. Was ist der Typ von diesem Property? Das ist ein String. Also genau das, was wir wollen, zur Laufzeit zugreifen auf die Informationen, die am dekorierten Objekt draufhängen. Ich gebe hier wieder den Log-Eintrag aus und wir springen weiter. Einfach nochmal weiter. Ja, und jetzt befinden wir uns in der Setup-Phase vom Method Decorator. Ich springe weiter. Jetzt befinden wir uns in der Setup-Phase vom Param Decorator. Der loggt das wieder. Lassen Sie sich nicht durch den Ablauf verwirren. Jetzt sind wir in der Execution-Phase von unserem Param Decorator. Und hier loggen wir einfach auch wieder aus. Ja, ich bin in der Execution-Phase. Jetzt kommen wir dann in die Execution-Phase von unserem Method Decorator. Wir loggen das wieder. Und ganz zum Ende kommen wir in die Setup und dann in die Execution-Phase von unserem Class Decorator. Genau. Und wenn man sich dann das ansieht, dann sieht man hier diesen einfachen Ablauf. Property Decorator, Setup Execution, Method Decorator, Setup-Phase, dann die ganzen Parameter, in unserem Fall nur einer, und dann die Method Decorator Execution-Phase. Und ganz zum Schluss der Class Decorator. Das heißt, das ist die Sequenz, in der die Decorators immer abgearbeitet werden. Und wenn man sich hier nochmal den transpilierten Code ansieht, dann wird dieser Ablauf ganz klar. Property, Methode, Klasse. Ja, und was sind so die Haupt-Takeaways von hier? Das Haupt-Takeaway ist, Decorators sind Funktionen und man kann mit ihnen unter Anführungszeichen alles machen. Ich habe die komplette Dynamik von JavaScript und oder TypeScript zur Verfügung. Ich kann auf Klassen zugreifen, auf Methoden, auf Properties, auf Design-Zeit-Parameter zugreifen. Das heißt, sie sind extrem flexibel, was man mit diesen Decorators tun kann. Ja, das haben wir gesehen, das ist nur für die Handouts dann. Den Ablauf haben wir auch gesehen. Ja, und das ist ihm jetzt schon die ganze Grundidee und auch schon viel von dem Grundhandwerkszeug, um Decorators zu verwenden, damit wir Objekte in Konstruktoren von Klassen injizieren können. Und die Registry, die wir verwenden werden, die ist sehr, sehr einfach, um nicht zu sagen trivial. Das ist einfach nur eine Map, ein Key-Value-Store und in den Values speichern wir zum Beispiel die Data-Store-Service-Instanz. Also ein Singleton zum Beispiel von unserem Data-Store-Service und wir speichern das unter einem bestimmten Key. Diesen Key können wir entweder vergeben und sagen, aha, dieser Key ist, zum Beispiel hat den Namen Data-Store-Service oder ich kann eine Blob-Service-Instanz drinnen speichern und anstatt selber einen Key zu definieren, generiere ich den Hashcode von dieser Instanz oder von dieser Klasse besser gesagt und verwende den Hashcode, um den als Key in der Registry abzuspeichern. Und genauso funktioniert es mit meinen anderen Services. Ich speichere jeweils eine Instanz, das Singleton in der Registry als Value und der Hashwert der Klasse ist dann der Key, unter dem ich das Ganze wieder finden kann. Kann man jetzt fragen, ja, ist das gut, den Hashwert einer Klasse zu bilden? Denn wenn ich einen Uglify oder Webpack oder irgendwas drüber laufen lasse, verändert sich ja die Klassenstruktur und damit die String-Repräsentation. Und das ist an dieser Stelle ganz egal, denn wir speichern hier nichts persistent. Also der Hashcode der Klasse wird ja nur zur Laufzeit, wenn das System hochgefahren wird, generiert. Der wird nicht irgendwo persistent gespeichert, denn das wäre fatal. Wenn dann mein Uglify anders konfiguriert ist wie im anderen System, funktioniert das Matching mit dem Hashcode nicht mehr. In unserem Fall ist das kein Problem, weil eben alles
dynamisch zur Laufzeit funktioniert. Ja, lassen Sie uns einen Blick auf die super einfache Registry werfen. Dazu gehe ich schon in das Chunk-ETS-File hinein und suche mir dort zunächst einmal die Registry. Und die ist eben erstaunlich einfach. Das ist nichts anderes wie eine TypeScript-Map oder ECMAScript-Map, in der eben die Keys String sind und beliebige Werte abgespeichert werden können. Und genau so werden wir unsere Registry jetzt implementieren mit dieser Map. Was ist noch wichtig bei einer Registry? Es wäre gut, wenn man was registrieren könnte und was rauslesen könnte aus der Registry. Darum gibt es hier eine Methode Register, die bekommt einen Key, der vom Typ String oder Symbol ist, bekommt einen Wert und optional einen Namespace. Und was hier im Wesentlichen passiert ist, wir überprüfen, gibt es den Key nicht bereits? Wenn es ihn gibt, werfen wir einen Fehler. Wenn es einen Namespace gibt, wird hier der Key einfach entsprechend erweitert und dann setzen wir in unsere Map, in unsere Hash-Map, den Key mit diesem Wert. Also denkbar einfach nur eine Wrapper-Methode, um sicherer und einfacher auf unsere Registry zuzugreifen. Beim Singleton gibt es eine Zeile mehr. Ja, was heißt Singleton? Singleton bedeutet, ich möchte zu der Klasse genau immer eine Instanz durch die gesamte Applikation verwenden. Ich möchte eben nicht 15 Mal das Data Store Service instanzieren, sondern ich möchte das genau einmal verwenden. Wie funktioniert das? Zunächst einmal sehen wir hier eine generische Funktion oder eine parametrierte Funktion. Diese Funktion ist mit zwei Klassen parametriert. Das erste C für Class und das zweite Injected Class. Und das zweite steht für Injected Class. Und was bedeutet das? Beim Registrieren wird als Parameter die Klasse mitgegeben, für die ich eben das Singleton speichern möchte. Wir kommen gleich darauf zu, was dieses iClass bedeutet. Wir geben das Singleton mit und das Nette an diesen generischen Funktionen ist, dass jetzt der Compiler überprüfen kann, ist dieses Singleton, das ich hier mitgegeben habe, wirklich von dieser Klasse C. Also ich kann jetzt nicht irgendwie zum Beispiel mein Data Store Service hier als Klasse mitgeben und dann irgendein anderes Objekt, da würde der Compiler sich aufregen und genau deshalb macht man das hier generische Klassen, die parametriert sind. Was ist dieses merkwürdige iClass? Ich springe mal zu diesem iClass hin. Ich habe ja hier und an anderen Stellen immer wieder die Notwendigkeit, Klassen als Parameter zu übergeben. Also nicht nur Values, sondern wirklich Klassen als Parameter zu übergeben. Wie macht man das in TypeScript? Man erzeugt dazu ein sogenanntes Meta-Interface und genau dieses Meta-Interface, das ich iClass genannt habe, repräsentiert jetzt eine Klasse, die ihm dann der Compiler auch überprüfen kann. Wodurch ist eine Klasse in TypeScript gekennzeichnet? Es hat einen New-Operator, also den Konstruktor, der bekommt eine Anzahl von Argumenten und liefert dann genau einen Value, eine Instanz von diesem Typ zurück. Eine Klasse hat noch einen Prototype und eine Klasse hat einen Name. Und das ermöglicht mir in TypeScript auch Klassen als Parameter zu übergeben. Ich springe wieder zurück. Also wir bekommen eben genau diese Klasse als Parameter übergeben, ein Singleton, das eine Instanz dieser Klasse sein muss. Und was passiert? Wir erzeugen hier den Hashwert. Also im Wesentlichen passiert hier nichts anderes, wie dass von dieser Klasse ein Hashwert erzeugt wird. Und dann wird das Ganze wieder in der Registry registriert. Das ist dieses Chunky-Register. Und rauslesen aus der Registry ist auch denkbar einfach. Wir bekommen einen String, liefern zu diesem String den entsprechenden Wert und dann haben wir noch ein paar Zusatzüberprüfungen. Soll ich einen Fehler werfen, wenn ich das Ganze nicht gefunden habe und so weiter. Also sehr, sehr einfach diese Registry. Eine Hashmap, ein Register Singleton und ein Get, um die Werte wieder rauszubekommen. Genau, das wäre jetzt unsere Ziel- oder Wunschvorstellung. Ich möchte jetzt meine Testklasse so instrumentieren mit Metadaten, dass ich Werte hineininjizieren kann. Und woher sollen diese Werte kommen? Die sollen aus der Registry kommen. Und so wäre also meine Zielvorstellung. Ich habe eine Testklasse und dieser Testklasse sage ich hier ganz oben, du bist ein Injection-Target und dann wird was mit der Klasse gemacht. Sehen wir uns noch an, was genau gemacht wird, aber damit bestimme ich, das ist jetzt eine Klasse, in die etwas injiziert wird. Dann haben wir einen Konstruktor mit zwei fixen Properties, sehr sprechend, Property 0, Property 1 und jetzt kommen unsere zu injizierenden Properties.
Wir wollen also hier eine Konstruktorinjizierung machen. Warum? Weil der Konstruktor ganz klar angibt, das ist die Schnittstelle zu meiner Klasse und man sieht auf einen Blick, was in diesen Konstruktor reinkommt. Ja, und injiziert wird jetzt das Prop 2 und das soll injiziert werden mit dem sogenannten Key 1. Ja, Key 1 ist dann irgendwas, was natürlich in der Registry genau unter diesem Key drinnen steht. Oder ich möchte mein Property 3 injecten und dieses Property möchte ich jetzt zur Laufzeit mit einem Singleton von dieser Klasse Injected Test Class injecten. TypeScript-Entwickler werden sich fragen, ja, warum schreibe ich das so merkwürdig? Normalerweise schreibt man in TypeScript natürlich hier hinten nicht any, sondern den Datentyp. Und genau das kann man natürlich auch machen. Das heißt, ich kann mir hier vorn die Parameter sparen im Inject und das System wird dann so schlau sein zur Laufzeit und herauszufinden, ja, dieses Property ist vom Typ Injected Test Class, daher muss ich hier ein Singleton von der Injected Test Class injizieren. Und last but not least, das Ganze soll auch mit Interfaces funktionieren und in unser Property 5 wollen wir eine Instanz von unserem Interface, iDummy Interface, injizieren. Also das ist die Zielvorstellung, so sollte das ungefähr aussehen, um Werte in unseren Konstruktor hinein zu injizieren. Und wir sehen uns auch gleich an, was hier bei diesem Inject Decorator passiert. Ich gehe wieder zurück auf Visual Studio Code und dort auf den Decorator für die Injizierung. Ja. Also hier sehen wir jetzt unseren Inject Decorator, der pro Parameter von unserem Konstruktor angegeben worden ist. Welche Parameter bekommt er? Optional einen Key. Haben wir gesehen, bei den ersten beiden Properties ist ein Key angegeben worden, bei den anderen nicht. Und jetzt passiert Folgendes, wir überprüfen, ist dieser Key, der übergeben worden ist, eine Klasse? Wenn ja, generiere ich hier den Hashwert. Wenn es ein Symbol ist, hole ich mir einfach die String-Repräsentation und ein Key bleibt ein Key. Ein String bleibt ein String. Das heißt, das ist die Setup-Phase von meinem Injizierungs-Decorator. Und was passiert in der Execution-Phase? In der Execution-Phase überprüfen wir, wurde ein Key angegeben. Wenn kein Key angegeben wurde, holen wir uns zur Laufzeit die Typen von diesem Parameter, von unserem Konstruktor. Dann holen wir uns zu genau diesem Parameter mit dem Index ParamInks, den wir hier reinbekommen haben, holen wir uns den Datentyp. Und hier generieren wir im Wesentlichen wieder den Hashcode von dieser Klasse und dann speichern wir uns, und das ist ein ganz wichtiges Element zum Merken, dann speichern wir uns die Kombination Parameterindex und Key in der Klasse ab. Ja. Jede Klasse ist auch ein Objekt in JavaScript und jetzt merken wir uns sozusagen in unserem Klassenobjekt die Kombination aus Parameterindex und Key. Warum? Damit wir eben später genau aufgrund dieser injizieren können. Was passiert hier genau? Wir gehen einen Schritt weiter in dieses Push Injected Cito Arc Descriptor. Was passiert hier? Wir holen uns aus der Klasse einen Array über die Methode Get Injected Cito Arc Descriptor. Was passiert dort drinnen? Ich gehe einen Schritt weiter. Und hier sehen wir, es wird überprüft, haben wir in der Klasse in diesem Attribut, ja, in diesem Attribut mit dem Namen M-Injector Cito Arc, ist das gefüllt? Wenn das nicht gefüllt ist, legen wir einen leeren Array an und weisen das auf das Property selber zu. Ja, das ist so eine typische JavaScript-Schreibweise. Ich überprüfe sozusagen in einem Statement, ist das Property gesetzt oder nicht? Wenn es nicht gesetzt ist, über das Oder erzeuge ich einen Array und dann weise ich das auf das Property selbst zu. Das heißt, ich weiß nach diesem Statement, das Property enthält sicher einen Wert, entweder den ursprünglichen oder den neu angelegten. Ja. Dann wieder zurück zum Aufruf. Also ich habe hier jetzt diesen Array, in dem die Kombination aus Parameterindex und Key gespeichert wird und in diesen Array wird diese Information, dieser Descriptor jetzt reingeschrieben. Ich gehe wieder zurück auf das Vorhergehende und das ist im Wesentlichen auch schon dieser Inject Decorator. Ja, und jetzt haben wir schon ganz, ganz viel. Wir wissen jetzt, wie man mit so Decorators die entsprechenden Informationen ausliest, wie man
Parameter dekoriert, wie man den Index und den Key in der Klasse speichern kann. Aber jetzt ist noch die Frage, was muss ich jetzt tun, um mich wirklich in diesen Mechanismus, den wir hier links oben sehen, in diesen Mechanismus reinzuhacken. Zu dem Zeitpunkt, wo aus meiner Klasse Instanzen erzeugt werden, muss ich mich irgendwo reinhängen, um dort die Injizierung vornehmen zu können. Und der erste naive Ansatz wäre zu sagen, naja, wir haben halt irgendeine Factory, wo wir alle Objekte erzeugen, das dann zum Beispiel so aussieht, wir erzeugen ein Objekt, indem wir zu unserer Factory sagen, create object, wir geben die Testklasse und die Argumente mit und damit haben wir natürlich den gesamten Konstruktionsprozess in der Hand, können die Objekte verändern, können Sachen injizieren, aber das ist natürlich unschön, ja? Das ist wieder eine eigene Syntax, es ist nicht leicht verständlich, was hier passiert, die Parameter muss ich hier als var-args mitgeben und die Frage ist, brauche ich das wirklich? Und die Antwort ist nein, Gott sei Dank nicht. In TypeScript gibt es nämlich einen Trick unter Anführungszeichen, man kann den Konstruktor austauschen. Ich kann den Originalkonstruktor durch einen anderen Konstruktor austauschen und dadurch genügt dann wieder in meinem Code überall zu schreiben, Objekt ist gleich New Test Class. Also wenn sich jemand den Code durchliest, dann wundert er sich nicht, was hier passiert, sondern es wird ganz normal eine Testklasse angelegt. Und das ist deshalb möglich, weil die Class Decorators in TypeScript so etwas wie Higher Order Components sind. Ich weiß nicht, ob Sie schon was gehört haben, Higher Order Components. In React werden die sehr häufig verwendet, zum Beispiel, was ist eine Higher Order Component? Das ist eine Funktion, die bekommt eine Komponente als Parameter übergeben und liefert eine andere Komponente da zurück. Und das wird oft verwendet, um eben Komponenten zu wrappen, zu verändern, was auch immer. Und genau das, wie wir sehen werden, ist auch der Class Decorator in TypeScript. Der bekommt eine Klasse übergeben und ich habe die Chance, eine andere Klasse als die, die ich reinbekommen habe, zurückzugeben. Und das ist der Trick, wo wir genau diesen Austausch vornehmen, wo wir uns reinhacken werden in diesen Erzeugungsmechanismus. Genau, das sehen wir uns gleich an, damit es nicht nur graue Theorie bleibt. Und dazu gehen wir jetzt auf unseren Decorator, auf unseren Injection Target Decorator. Und wir sehen uns an, was im Injection Target Decorator passiert. Ich habe gesagt, das ist eine Higher Order Component, ja, ist eine Funktion, die eine Klasse als Parameter bekommt. Und der einfache Trick ist jetzt folgender: Wir legen hier inline einfach eine neue Klasse an. Also in JavaScript kein Problem, ich befinde mich in einer Funktion, lege im Ablauf der Funktion eine neue Klasse an. Und das hier ist der ausschlaggebende Faktor. Diese neue Klasse erbt von der Originalklasse. Warum ist das wichtig? Das ist natürlich wichtig, damit die Prototype-Chain funktioniert, damit so Abfragen wie Instance-Off funktionieren. Also das ist sozusagen der Schlüsselfaktor. Ich erzeuge hier eine neue Klasse, die die Originalklasse erweitert. Die erbt von der Originalklasse. Auf den Konstruktor gehe ich jetzt noch nicht ein, sondern was machen wir im Wesentlichen? Wir liefern diese neue Klasse zurück. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Bekommt eine Klasse rein, legt eine neue Klasse an, liefert diese neue Klasse zurück. Damit das Ganze im Debugger nicht zur völligen Katastrophe ausartet, weil wenn ich dann im Debugger mir meine Objekte ansehen würde, was würde überall dann daneben stehen als Klasse? Das würde als Klasse daneben stehen. Das heißt, macht nicht so viel Spaß, wenn jedes Objekt, das angelegt wird, dann von der Klasse Extended by Chunky ist. Und daher machen wir Folgendes, wir überschreiben das Property Name über die JavaScript-Methode ObjectDefineProperty und geben ihm den neuen Wert originalklasse.name underscore extended by chunky. Und damit wird es klar, und wir werden das auch nachher dann im Durchlauf sehen, im Debugger sehe ich dann wunderbar, ja, das ist mein DataStore-Service underscore extended by chunky oder meine Customer-Class underscore extended by chunky. Ja, was im Konstruktor passiert, sehen wir uns später noch an, sondern das war jetzt eigentlich nur das Thema Higher Order Component. Wie ist der Trick, dass ich hier mich in den Konstruktionsmechanismus hineinhacke? Und damit können wir auch schon einen ersten Blick werfen auf den kompletten Ablauf. Was passiert jetzt? Wenn ich eine JavaScript-Klasse oder JavaScript-Code lade über Import oder Require in Node.js oder über ein Script-Tag im Browser, dann werden die JavaScript-Dateien geladen und sequenziell abgearbeitet. Dadurch werden die Klassen geladen, so wie jetzt unsere Test-Class. Dadurch werden die Decorators gefeuert,
Dadurch wird im Klassendecorator die Konstruktorfunktion ausgetauscht, wie wir es gerade gesehen haben. Und in den Parameter-Decoratoren, die wir zuvor gesehen haben, speichern wir Parameter-Index plus Key. Was ist der Key? Das ist entweder der Hash-Wert der Klasse, für die wir das Singleton speichern wollen, oder ein von uns vergebener Key. Ja, und dann kommt auch schon der Applikationsausführungszeitpunkt, wo dann der Applikationsausführungszeitpunkt, zunächst einmal werden die benötigten Objekte in der Registry registriert. Ja, zum Beispiel das Injected Object oder die Instanz von der Test-Class oder die Instanz vom Dummy-Interface. Und dann werden die Instanzen der dekorierten Klassen erzeugt. Also ganz normal, Let Object ist gleich New von meiner Klasse. Was passiert dann? Es wird die modifizierte Konstruktorfunktion aufgerufen. Diese modifizierte Konstruktorfunktion holt sich die entsprechenden Objekte aus der Registry und ruft den ursprünglichen Konstruktor, also den Superkonstruktor sozusagen auf, angereichert mit den Objekten, die ich aus der Registry geladen habe. Also das ist der komplette Ablauf, den wir uns noch detaillierter ansehen werden. Ladezeitpunkt, Applikationsausführungszeitpunkt, was passiert bei den Decorators und beim Erzeugen. Noch genauer, was passiert beim Laden der Klasse? Beim Laden der Klasse feuern die Inject Decorators, das haben wir zuvor im Code schon gesehen, und diese Inject Decorators speichern in dem Array-Property MCTO Args Descriptors eben die ganzen Informationen, Parameter-Index plus Key. Also das ist das, was wir zuvor schon direkt im Code gesehen haben. Jedes Inject fügt unserem Array einen weiteren Eintrag dazu, Parameter-Index und Key. Ja, und das haben wir auch im Code eben schon zuvor gesehen, wenn der Injection-Target-Decorator feuert, der legt eine neue Klasse an und liefert im Wesentlichen diese neue Klasse zurück. Ja, und diesen Schritt bis hierher sehen wir uns jetzt einmal im Debugger an. Ich habe das Ganze jetzt überhaupt so aufgebaut, dass die Codefragmente, dass ich die zuerst in der ID herzeige, dann Konzepte oder den Ablauf dazu und dann schauen wir uns das Ganze nochmal im Debugger an, um das nochmal in einem Schritt, in einem Ablauf drinnen zu sehen. Ich gehe also wieder zurück auf Visual Studio Code und mache in diesem Fall jetzt meinen Chunky-Test, Unit-Tests auf. Hier sehen wir die Testklasse mit den Injections und hier unten in der Test-Suite wird dann wirklich ein Objekt angelegt. Wir wollen uns jetzt ansehen, wie funktionieren die Inject-Decorators und wie funktioniert das Austauschen, wie kann man das jetzt im Debugger ansehen. So, gleich einen Schritt weiter. Ja, und hier befinden wir uns schon im ersten Inject-Decorator. Was wird als Key mitgegeben? Genau das, was wir zuvor in der Testklasse gesehen haben, nämlich der Key 1 wird mitgegeben. Was machen wir daher hier? Es passiert nicht viel, außer dass hier dann die Execution-Phase als Funktion zurückgegeben wird. Jetzt kommen wir zum nächsten. Beim nächsten wird als Key mitgegeben die Injected Test Class. Entspricht auch genau dem, was wir zuvor gesehen haben. Und diesmal sagen wir aber, ja, das ist eine Klasse, daher erzeugen wir von dieser Klasse den Hash-Wert und wir kommen zum nächsten. Im nächsten sehen wir, für unser Property 4 ist kein Key angegeben worden, also passiert hier nichts. Wir geben nur die Funktion für die Execution-Phase zurück und jetzt kommen wir schlussendlich zum letzten. Hier ist auch wieder kein Key angegeben und wir geben nur die Funktion zurück. Ja, und jetzt kommen wir in die Ausführungsphase. Also zunächst waren wir jetzt in der Setup-Phase der Decorators für Property 3, 4 und 5 oder 2, 3, 4 und 5. Und jetzt kommen wir in die Ausführungsphase. Wir sehen hier, wir sind in der Ausführungsphase vom Inject Decorator in der Ausführungsphase. Und in dieser Ausführungsphase sehen wir hier auf der linken Seite,
Wir sind jetzt in der Ausführungsphase für den Parameter 5. Für den Parameter 5 haben wir keinen Key definiert. Daher machen wir Folgendes. Wir holen uns jetzt zur Laufzeit die Parametertypen unserer Konstruktorfunktion. Sehen jetzt hier, das sind die Parametertypen unserer Konstruktorfunktion. Und das ist eben genau die Mächtigkeit von Reflection und Metadata in TypeScript. Hier kann ich mir zur Laufzeit die Parametertypen von meinem Konstruktor auslesen. Dann hole ich mir genau von diesem einen Parameter 5 den Parametertyp. Das ist iDummy Interface. Stimmt. Dann generieren wir dafür den Hashcode und speichern den Hashcode und den Parameterindex in unserer Klasse. Wir haben uns den Code schon angesehen, lassen Sie uns da noch kurz reinsteppen. Das heißt, wir holen uns hier diesen Array aus der Klasse. Jetzt sind wir genau dort, wo wir sagen, ist dieses Property unserer Klasse schon gesetzt? Wir können das im Debugger überprüfen, dieses Property gibt es jetzt noch nicht. Jetzt steppen wir weiter. Jetzt wurde das Property angelegt, ja, m-injector-sitor-ax. Das geben wir zurück. Und jetzt wird der erste Argument-Descriptor in diesen Array hineingeschrieben. Also in unserer Klasse, im Property m-injector-sitor-ax, sehen wir jetzt, der erste Eintrag ist Parameter-Index 5 und der Key dazu ist der Hash-Wert. Ich steppe weiter. Jetzt sind wir in der Execution Phase für den Parameter 4. Da passiert im Wesentlichen genau das Gleiche. Wir haben noch keinen Key definiert, also holen wir uns jetzt den Typ. Der Typ ist Injected Test Class und wir generieren den Hashcode und schreiben das wieder in unsere Klasse hinein. Das heißt, wenn wir jetzt die Klasse im Debugger ansehen, müssten zwei Werte drinnen stehen. M-Injector-Sitor-Ax, aufgrund der Auflösung muss ich hier leider immer ein bisschen hin und her. Und wir sehen, wir haben jetzt zwei Werte drinnen, Parameter 4, Hashwert, Parameter 5, Hashwert. Ja, und das Ganze geht dann natürlich für die anderen Properties weiter. Wir schreiben das in unsere Klasse rein. Wir sind im Injector für Property mit dem Index 2 und schreiben das in unsere Klasse rein. Genau. Ja, und jetzt sehen wir, die Klasse, dieser Array in der Klasse hat sich gefüllt. Wir haben von allen zu injizierenden Argumenten den Index und den Key hier drinnen. Ja, da höre ich jetzt auf. Jetzt sind wir beim Klassendecorator. Genau. Also wir haben schon fast das ganze Ziel erreicht. Wir haben zu jedem Parameter, den wir indizieren wollen, haben wir abgespeichert, welcher Index ist das und welcher Key ist das. Und jetzt schauen wir uns die eigentliche Injection an. Wie funktioniert jetzt das wirkliche Injizieren der Objekte in unsere Instanzen? Und dazu schauen wir uns den Konstruktor der neuen Klasse an. Sie erinnern sich, das war die neue Klasse, die angelegt worden ist. Und diese neue Klasse hat einen Konstruktor. Was passiert jetzt? Wir holen uns aus der Klasse genau diesen Array, der speichert, welcher Parameter gehört zu welchem Key. Dann iterieren wir über jeden dieser Deskriptoren, fragen ab, ob das Argument, das ursprüngliche Argument in unserem Konstruktor Argument Array nicht gesetzt wurde. Und wenn das nicht gesetzt wurde, holen wir uns hier aus der Chunky Registry den Wert zu diesem Key und setzen dann in den Argument Array an diesem Parameter diesen Wert hinein. Warum überprüfen wir hier, ob der ursprüngliche Argument Array, der hier im Konstruktor reingekommen ist, undefined ist? Ja, weil wir eben nicht Unit-Test-Cases verhindern wollen. Ja, wenn ich einen Unit-Test-Case schreibe, dann werden diese Parameter, und ich gehe mal hier, dann werden diese Parameter von mir ja explizit gesetzt werden, höchstwahrscheinlich. Und dann soll eben nicht die Dependency-Injection greifen, sondern ich setze die manuell. Und wenn die manuell gesetzt sind, will ich sie nicht überschreiben. Und daher überprüfen wir, ist das Argument genau mit diesem Parameterindex nicht gesetzt und nur dann schreiben wir den Wert hier hinein.
Und um das Werk zu vervollständigen, rufen wir hier unten dann noch den Originalkonstruktor auf, den Superkonstruktor, und geben ihm den von uns modifizierten Argument-Array mit. Genau. Ja, und so sieht das Ganze dann zum eigentlichen Applikationsausführungszeitpunkt aus. Wir füllen zunächst einmal die Registry. Ja, wir registrieren zum Beispiel irgendein Objekt unter dem Key 1. Dann registrieren wir das Singleton von unserer Injected Test Class. Und dann registrieren wir das Singleton von unserem iDummy Interface. Das ist einmal beim Start der Applikation. Dann, wenn das Objekt angelegt wird, passiert genau das, was wir jetzt im Code gesehen haben. Es wird der neue Konstruktor aufgerufen. Der holt sich alle Argumentdeskriptoren aus der Klasse, aus dem Array MC2ArcsDescriptors. Und pro Descriptor holt er den entsprechenden Wert aus der Registry, setzt den Wert in den Konstruktor-Argument-Array, in den Originalen, und ruft damit den Originalkonstruktor auf. Und das ist sozusagen jetzt der Ablauf vom Start der Applikation weg. Wir registrieren etwas, wir erzeugen Objekte. Beim Erzeugen der Objekte wird der neue Konstruktor aufgerufen und der neue Konstruktor injiziert in den Argument-Array die Werte. Ja, und das Ganze werden wir uns jetzt im Debugger nochmal ansehen, wie das funktioniert. Vielleicht zuvor noch ein Wort zu dem Thema Interfaces. Sie wissen ja, dass Interfaces in TypeScript nur Syntactic Sugar sind, also die werden nicht Richtung JavaScript transpiliert. Und daher ist die Frage, wenn ich jetzt eine Klasse als Key verwenden möchte, den Hashwert generieren möchte, dann wird es natürlich schwierig, wenn es dieses Interface in JavaScript gar nicht gibt. Ja, das ist dort einfach nicht vorhanden. Und darum gibt es in TypeScript einen netten Trick. Wir definieren hier ein iDummy-Interface, verwenden aber das Klassenschlüsselwort. Dadurch stellen wir sicher, dass es beim Transpilieren auch wirklich in JavaScript noch vorhanden ist. Und jetzt erlaubt uns TypeScript, eine Klasse zu implementieren. Also was man normalerweise natürlich nur mit Interfaces macht, aber ich kann hier Implements verwenden von meinem iDummy-Interface, obwohl das eine Klasse ist. Und genau das machen wir uns zunutze, wenn wir hier unten dann dieses Singleton von unserem iDummy-Interface injizieren wollen. Ja, und zum Schluss sehen wir uns den Gesamtablauf noch einmal im Debugger an. Step hier einfach einen Schritt weiter. Genau, das ist jetzt der Beginn von unserem Unit-Test. Wir erzeugen ein Injected-Test-Objekt. Und dieses Testobjekt registrieren wir in der Registry. Das Ganze ist ein String. Und wir registrieren diesen String und diesen Wert, den wir hier reinbekommen haben, in der Registry. Entschuldigung, ich werde nochmal von vorn starten, wollte eigentlich hier reinsteppen. Ja, dann erzeugen wir das Singleton von unserer Injected Test Class und registrieren das wieder. Was passiert? Es wird der Hashwert erzeugt und dieser Hashwert wird gemeinsam mit dem Singleton in der Registry gespeichert. Schritt weiter. Wir erzeugen ein Singleton von unserer Dummy Interface Implementation und speichern das in der Registry. Ja, damit ist unsere Registry gefüllt. Wir können uns das auch ansehen hier im Debugger. In der Registry sind jetzt drei Einträge, nämlich unser Objekt mit dem Key 1, die Instanz von der Injected Test Class mit dem Hashwert und die Instanz von Dummy Interface Impl mit dem Hashwert. Und jetzt kommt noch der letzte Schritt, den wir
im Trockentraining zuvor im Code schon gesehen haben. Wir erzeugen jetzt eine Instanz unserer Testklasse. Dadurch springen wir automatisch in den von uns ausgetauschten Konstruktor. Wir holen dazu aus der Klasse die Deskriptoren. Wir sehen jetzt, in diesen Deskriptoren steht drinnen, Parameter Index 5 gehört zu dem Key, 4 zu dem, 3 zu dem, 2 zu dem Key 1. Jetzt iterieren wir über alle diese Deskriptoren drüber. Überprüfen, ob der ursprüngliche Argument-Array an dieser Stelle eh noch nicht gesetzt ist. Und jetzt holen wir uns zum Key den entsprechenden Wert. Sie sehen, was ist der Value-to-Inject? Der Value-to-Inject ist die Instanz von unserer Dummy-Interface-Impl. Und genau diese setzen wir jetzt in den Konstruktor-Argument-Array an die Stelle 5. Und das machen wir jetzt für alle so. An die Stelle 4, an die Stelle 3, an die Stelle 2 und für 0 und 1 gibt es keine mehr. Und jetzt sehen wir in unserem Zito-Ax, genau hier wollte ich hergehen, jetzt sehen wir hier, wie ist dieser Argument-Array befüllt worden. Das sind die Fixen, das sind die, die wir jetzt injiziert haben. Und jetzt bleibt nur noch den übergeordneten Konstruktor aufzurufen. Und hier befinden wir uns jetzt im übergeordneten Konstruktor. Im Debugger sieht man sehr schön, das sind die zwei fixen Argumente und das sind die Argumente, die jetzt injiziert worden sind. Property 2, 3, 4 und 5. Und am Ende geben wir hier nochmal die ganzen Argumente aus und sehen hier, die Injection hat funktioniert. Ja, und das war im Wesentlichen auch schon der Ablauf durch. Also die Grundidee, eine einfache Injection zu bauen mit TypeScript, die sowohl am Client wie auch am Server verwendbar ist, möglichst einfach und unkompliziert mit wenigen Lines of Code. Wir wollen dazu Decorators verwenden und eine ganz einfache Registry. Und der Haupttrick oder der Hauptschlüssel ist, dass wir mit TypeScript Konstruktoren austauschen können und in diesen Konstruktoren dann die Dependency Injection durchführen. Ja, das war's. Sind ein bisschen früher fertig. Guten Appetit, Mahlzeit. Danke für die Aufmerksamkeit.